Einen schönen guten Morgen nochmals an dieser Stelle zum jetzigen JFD Live Trading TV am 22. Juli, 11 Uhr. Wir wollen auf den DAX schauen, der sich heute ein Stück weit schwächer präsentiert. Hierbei schon ja mit einem Downgap in den Markt kam, allerdings jetzt hier schon wieder versucht, sich ins positive Terrain zurückzuarbeiten. Und das ist hierbei jetzt ganz interessant, weil wir uns unmittelbar vor einem wichtigen Level befinden und nämlich hier die Marke von 11.600 Punkten mal in den Fokus nehmen. Zuletzt nochmal zurück zu gestern. Wir haben es hier nicht geschafft, das Level von 11.700, 11.685 zu verteidigen. Insofern hat sich hier der Plan B mit Auflösung dieses Unterstützungslevels verwirklicht und wir haben hier tatsächlich 11.6 und 11.5 5 speziell heute Morgen in der 24-Stunden-Indikation abgearbeitet als Unterstützungszone. Und jetzt natürlich die Gretchenfrage, wie kann es hier jetzt weitergehen? Gut, vom aktuellen Level ausgehend wird es spannend, eben vor dem Hintergrund, weil die Marke von 11.600 Punkten vorausliegt. Wir schauen jetzt mal hier in den Stundenchart, um die Situation mal einzufangen. Soll heißen, ergo hier oben Widerstand um 11.6, das ist auch gleichzeitig eine runde Hausnummer, das macht das Ganze noch zusätzlich interessant. Soll heißen, wenn der DAX hier per 15-Stunden-Schlusspreis rüber geht, dann darf es hier auch durchaus zu weiteren Zugewinnen kommen, die dann hier durchaus in Richtung 11.7 relativ zügig gehen dürften. Hier dann der nächste Widerstand und dort muss ich dann zeigen, ob die Käufer Kraft haben, drüber auszubrechen oder nicht. Gegenteil, wenn wir hier wieder abdrehen und danach sieht es ja jetzt augenblicklich aus, also als würden wir vor der Marke von 11.6 schon scheitern, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass der Markt hier sich nochmal in Richtung 11.5 orientiert und wenn es hier zu dem Rückgang unter das heutige 24-Stunden-Tief sozusagen kommt, also hier unter dem Tief der Kerze hier von oder vor der Opening oder der European Session, vor dem Opening der European Session hier bei 11.496 Punkten, also sprich die Marke 11.5, wenn die gerissen wird, dann muss man hier sicherlich relativ zügig von Rücksetzern bis 11.4/11.350 Punkten ausgehen. Das ist also hier beim DAX gerade eine sehr, sehr spannende Situation auf Stundenbasis, die hier, wie gesagt, Spekulation noch zulässt und hier noch einiges an Bewegung auch in Aussicht stellt. Schauen wir kurz auf den Wochentag. Wie sieht es da aus beim DAX? Hier am Mittwoch leicht, schrägstrich marginal positiv. Gestern hier nochmal in die Vollen in Sachen Minus. Das hat wieder funktioniert in Sachen Saisonalität. Sehr schön. Heute, wie gesagt, auch eine leicht positive Tendenz. Morgen sehr, sehr bullisch. Am Freitag wieder schwach. Wollen wir sehen, ob sich das so umsetzt. Heute, wie gesagt, stellt sich die Gretchenfrage, ob wir hier rauskommen nach oben oder eben doch nach unten ausbrechen. Die Marken oben F6 und unten F5 und dann dürfte sich hier, wie gesagt, das Parameter verändern, entsprechend positiv oder negativ. Leicht positive Tendenzen sind ja zu sehen, aber mal schauen. Gehen wir mal hier in den Tageschart noch, bevor wir dann in den Intraday 15-Minuten-Chart gehen. Hier, wie gesagt, das Stabilisieren oberhalb von 11.685, 11.700, machen Sie es nicht auf den Punkt fest, hier diese Horizontal-Unterstützungszone hätte halten können, dann wäre es direkt weiter hochgegangen. Jetzt sehen Sie hier, grau ist aktiviert, also unterhalb von 11.600 und wenn es eben dabei bleibt und wir dann insbesondere unter 11.5 jetzt zurückfallen sollten, dann muss man hier davon ausgehen, dass es hier, wie im Stundenchart gerade schon zu sehen, in Richtung 11.400, 11.350 Punkte zurückgeht. Das Risiko ist da. Und insofern muss man hier erstmal den Markt entscheiden lassen, ob es hier für ein neues Tageshoch reicht oder nicht. Ich würde das jetzt hier nicht mehr so strange blau machen, sondern eher vorsichtig, da wie gesagt der Abgang nach unten auch durchaus möglich ist. Und das wäre auch hier völlig im Rahmen noch, wenn der DAX so tief zurücksetzt. Denn man darf nicht vergessen, dass wir hier eben unlängst ja eine kleine Überhitzungsphase schon hatten. Und das können wir hier sehr schön sehen mit den Kerzen der jüngsten Zeit. Gestern, wie gesagt, nochmal ja, ein schöner Gegenmove. Jetzt ist wichtig, dass es hier eben nicht signifikant unter 11.500 zurückgeht. Wenn es dazu kommt, dann haben wir eben, wie gesagt, nochmals 200, 150 Punkte Abschlagspotenzial. Und dann wäre dies als Pullback hier an diese Trendlinie, an dieses frühere Unterstützungs-Price-Action-Zonenbereich hier anzusehen. Und das könnte dann, wie gesagt, auch von diesem tiefen Niveau dann schon wieder dafür ausreichen, die Bullen wieder ins Boot zu holen und dann praktisch steigende Notierungen zu bewirken. Das bleibt mal abzuwarten. Aktuell, wie gesagt, mit der gegenwärtigen Schwäche nicht auszuschließen, dass der DAX nochmal ein Stück weiter zurückkommt. Zu beachten gilt auch hier Euro-US-Dollar. Wir haben hier diese negative Korrelation. Und Euro-US-Dollar hat hier noch ein Stückchen Potenzial nach oben. Nicht viel, aber ein Stückchen. Soll heißen, wenn der DAX hier tatsächlich nochmal zurückkommt, und das kann man nicht ausschließen, dann hat Euro-US-Dollar nochmal Erholungschancen.
Gestern dazu gab es ja auch eine große Analyse. Schauen Sie dazu im Stream einfach mal rein, beziehungsweise auf die Goldman Trader Startseite oder auch Subsites, Euro-US-Dollar und US-Dollar-Index. Hier könnte es in Kürze nach einem weiteren Erholungsimpuls wieder eine größere Umkehr geben. Das ist genau auch das, was man dann beim DAX in Einklang bringt. Nochmal leichte Schwäche und dann Pullback mit Rücklauf nach oben. Das ist hier mal nicht von ungefähr. Gut, schauen wir kurz nochmal in den 15-Minuten-Chart. Hier links JFD-Indikation, rechts Xetra DAX. Wir sehen, dass wir hier range-technisch deutlich unter den Möglichkeiten aktuell liegen. Das heißt, jetzt darf man gespannt sein, ob da hier noch ein Stück weit Momentum kommt oder nicht. Wir haben hier die F6 jetzt als Widerstand nicht so zu sehen. Deswegen hole ich sie mal direkt als Horizontallinie hier in dem Bereich. So, das wäre hier das Widerstandslevel auf der Oberseite. Und hier unten haben wir direkt heute im nahen Bereich des Tagestiefs eben die Situation, dass das Niveau ist, was auf der Südseite beachtet werden sollte. Asia Range heute hier Mini, also überhaupt nicht der Rede wert. Insofern mal aufpassen, was hier in dieser bisherigen Kerze passiert. Neues Tageshoch oberhalb von 11,6 wäre, wie gesagt, bullisch, dann Richtung Vormonatshoch, Pivotpunkt des Tages und dann High der Average True Range würde hier sogar Potenzial in Richtung 11.700 Punkte erlauben, wenn es eben rausgeht. Ansonsten hier innerhalb der heutigen bisherigen Bewegung einfach mal abwarten. Bärisch ganz klar, wenn wir hier nach unten rausgehen unter 11.500, speziell 11.495 Punkte, dann locken hier Preistiefs in Richtung 11.367. Oh Wunder, dann wären wir hier genau in diesem Supportbereich auf der Südseite oder wenn es eben nach oben rausgeht auf dem im Widerstandsbereich der Nordseite. Bleibt spannend, was sagt die FTSE-Vektorlogik? Die ist heute nicht ganz so schlüssig, obgleich, wenn wir hier hoppala, gleich, wenn wir hier die Situation sehen, dass es leichte Erholungsimpulse geben dürfte, die dann aber zum Abend hin hier mit einer gewissen Schwäche gesegnet sind. Dazu haben wir ja auch, jetzt muss ich nochmal kurz den News-Check aufrufen. Hier heute Abend eigentlich nur den Zinsentscheid, der hier spannend wird aus Neuseeland. Da gilt es mal drauf zu achten. Gegebenenfalls kommt da heute Abend noch eine oder im Laufe des Tages noch eine Analyse zum Neuseeland-Dollar. Das wird heute Abend spannend, weil Zinssenkung unter Umständen in Planung. Das kann hier für Bewegung ab 23 Uhr sorgen. Ansonsten, wie gesagt, hier nichts Weltbewegendes mehr. Warten wir mal ab, ob der DAX hier technisch aus seiner bisherigen Range von 94 Punkten rauskommt. Im Schnitt, wie gesagt, um die 220. Also hier nach oben hin noch deutlich Potenzial in Sachen Range-Ausschöpfung. Mal schauen, ob der DAX sich daran hält. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wenn Sie mögen. Nachher gibt es noch ein, zwei Sendungen hier beim JFD Live Trading. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche jetzt schon mal eine schöne Mahlzeit. Bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.